Okay. So, jetzt komme ich zu meinem letzten Teil und zwar zu der Nuckel- und Flächenbarmahl. Und dazu erkläre ich euch auch noch ein bisschen. Vorab möchte ich euch noch ans Herz legen, wenn ihr Säuglinge habt aus der Wildnis oder Welpenbabys, Katzenbabys, egal welche Babys, benutzt immer dieselbe Handwaschcreme. Wascht euch die Finger vorher, dass die sauber sind. Denn Säugetiere sind sehr geruchsempfindlich und die merken sofort, wenn ihr eine Handcreme oder irgendein Handwaschmittel benutzt habt, was anders ist. Es riecht anders, es riecht fremd und dann zicken die auch schon mal rum beim Trinken. So, und das ist jetzt Babykettmilch für Kitten, also heißt für Katzen. Das kann man auch verwenden für kleine Hasen. In der Regel müsst ihr euch gar nichts Großartiges kaufen. Hier ist ein Fläschchen drin. Hier sind zwei verschiedene Nuckel drin. Und es sind 300 Gramm Milchpulver drin. Das heißt, drei Tütchen von diesem Milchpulver. So, da habt ihr schon mal einen Start. Was ich gemacht habe jetzt, ist, ich habe unsere Krankenstation mal geplündert heute Morgen, um euch die verschiedenen Fläschchen zu zeigen und die verschiedenen Nuckel. Ich habe also generell, wenn wir kleine Säugetiere haben, kleine Flaschenbabys, habe ich verschieden große Löffel. Das hat den Sinn, dass jetzt zum Beispiel der Hase Emil, der bekommt einen gestrichenen Teelöffel heißes Wasser und einen halben plus einen halben Löffel Milchpulver. Und das habe ich jetzt hier, ich zeige euch das nochmal kurz. Das habe ich hier drin. Und zwar aus dem Grund, weil wenn man erst das Wasser macht, ist der Löffel nass. Geht man dann in das Milchpulver, tappt das Milchpulver an, man muss den Löffel spülen, bla bla bla, ist alles zu viel Arbeit. Ich habe hier eine kleine Tupperdose, da könnt ihr das umfüllen. Hat auch den Vorteil, ich habe das jetzt einfach mal aufgemacht, schon vorab. So, wenn ihr das zumacht, meistens da habt ihr den Salat daneben. Also nimmt man das, schüttet das in die Tupperdose, hat das sauber und steril verarbeitet und der Löffel verschwindet da drin, egal welcher Löffel jetzt für welches Säugetier, man hat es sauber und verschlossen. So, und dann passiert auch so eine Sauerei nicht. So, das ist nochmal Emils Ration. So, was ihr dann nehmt, ist natürlich stilles Wasser. Wir nennen das hier in Portugal Kanisterwasser. Das ist stilles Wasser, das hat keine Bakterien. Das heißt, die Milch schmeckt immer gleich. Wichtig ist, die Dosierung muss immer gleichmäßig sein und stimmen. Und bei Emil benutzen wir jetzt dieses kleine Fläschchen. Das kann 35 Milliliter enthalten und den kleinen Nuckel. Warum ich jetzt für Emil die Flasche nicht nehme, liegt eigentlich ganz klar auf der Hand. Bei Emil haben wir hier bei dem kleinen Fläschchen 15 Milliliter, die ich ihm bei jeder Mahlzeit viermal täglich fertig mache. Und hier fangen erstmal die 15 Milliliter an. Das heißt, habt ihr jetzt so eine Riesenflasche und nur 15 Milliliter ein Säugetier zu versorgen, ist die Milch, wenn die am Tisch ist, durch das bis es am Nuckel ist, schon kalt. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Also, je kleiner das Säugetier, je kleiner der Nuckel. Ich habe hier auch noch einen für Katzen. Ich habe hier noch ein größeres Fläschchen, da passen mehr Milliliter rein, auch nochmal mit einem anderen Nuckel. Dann habe ich hier noch eine dickere Flasche, auch nochmal mit einem anderen Nuckel für Katzen oder auch kleine Häschen geeignet oder auch Welpen. Da muss man ausprobieren bei Welpen, welchen Nuckel die annehmen. Generell gilt aber, wenn der eine Nuckel angenommen ist, bitte nicht mehr wechseln. Ihr müsst genügend Ersatzmaterial haben. Habt ihr wahrscheinlich nicht, aber wir haben es natürlich zwangsläufig. Wir haben auch hier so einen kleinen, dicken, niedlichen Nuckel. Und der ist auch für Katzen und Welpen geeignet. Je nachdem, wie groß sie sind, wenn die jetzt 2 Tage alt sind, 3 Tage alt, dann fängt man mit den kleinen Nuckeln an. Und je nachdem, wie viel mehr die dann trinken oder wenn man jetzt einen Wurf hat von 7 Welpen, die aus der Mülltonne kommen, dann macht man auch schon ein größeres Fläschchen fertig, dann kann man sich das kleinere Fläschchen sparen. Und dann haben wir hier auch nochmal einen größeren Nuckel. Und dieser Nuckel ist ein bisschen dicker. Den kann man schon mal für größere Welpen benutzen, die dann vielleicht mit 4 Wochen zu einem stoßen. Der ist auch wieder ein bisschen anders von der Form, auch ein bisschen dicker.
Und der wurde schon benutzt für Ziegenbabys und für Babylämmer, die wir hier auch schon mit der Flasche großgezogen haben. Ist natürlich nichts für Babyhasen oder Katzen oder Welpen, der ist einfach zu dick. Man muss gucken, was hat man für einen Säugling jetzt gerade aufgenommen, und dann sucht man sich aus, was man braucht. Und für eine Ziege oder für ein Lamm nehmen wir natürlich dann eine Mischung Milchpulver von dem, und natürlich wird das dann mit dem großen Löffel fertig gemacht. Deswegen habe ich verschieden, ich sammle auch solche Löffel, ich schmeiße auch gar nichts weg, weil Schnullis haben wir doppelt und dreifach in der Krankenstation. Und das ist schon mal das Erste, wo man in Ruhe nachguckt, und vielleicht auch manchmal muss man ausprobieren, mit welchem Nulli das am besten geht. Und dann hat man hier eine Schüssel. Wie man jetzt heißes Wasser macht, muss ich euch bitte nicht erklären. Man nimmt einen sauberen Topf, wir haben einen Topf nur für solche Geschichten, der steht auch in der Krankenstation. Da wird nur Wasser mitgemacht, da wird keine Suppe drin gekocht oder sonst was, es ist nur Wasser. Ich sage euch auch, warum wir Kanisterwasser nehmen, eben weil es steril ist und weil aus dem Leitungswasser doch immer mal Bakterien sind. Leitungswasser müsst ihr auch abkochen regelrecht. Und dieses Kanisterwasser, dieses stille Wasser, braucht ihr nur zu erwärmen, also zu erhitzen. Dann nehmt ihr euch einen entsprechenden Löffel. Bei Emil sind es jetzt 1,5 Löffel Wasser. Und dann hier einen halben Löffel von dem Milchpulver, wie gesagt. Und dann nehmt ihr einen Schneebesen und rührt das so lange, bis keine Klumpen mehr entstehen. Hausfrauen wissen das vielleicht, bis man vielleicht ein Rührei hat oder so, ne? Bis man das Ei irgendwie schaumig gerührt hat. Aber keine Brocken, es dürfen keine Bröckchen entstehen, weil dann die Babys Schluckprobleme bekommen. Das Bröckchen setzt sie im Hals fest, hustet, zack, wieder Salat passiert. So, dann habt ihr hier das Fläschchen. Da setzt ihr einen Trichter drauf, und der Trichter ist auch nur bei uns für Säugetiere. Der wird für nichts anderes genommen, da wird nichts anderes, keine Suppe durchgegossen, nichts. So, und da sind dann meistens 15 Milliliter, die ich fertig habe. Das geht dann auch zurück wieder in Schälchen. Dann kommt der Nuckel hier drauf. Und was ich dann schon gesagt habe, ihr habt von dem heißen Wasser, da könnt ihr natürlich Leitungswasser nehmen, eine Tasse mit heißem Wasser, und stellt die Flasche da so lange rein, und dann bereitet ihr euch da auf das Baby vor, holt das Baby aus dem Käfig oder aus dem Körbchen, je nachdem, wo ihr das gerade habt, oder aus dem Karton, und setzt das Baby hier hin, und dann ist die Flasche noch warm. 38 Grad ist immer eine schwere Sache. Wir machen es so, wir fühlen es am Puls, also an der Handinnenfläche. Und wenn es dann schön warm ist, dann ist auch Baby bereit, das zu trinken. Kalte Milch mögen Welpen überhaupt gar nicht. Die sollte schön warm sein, weil die von der Mama ja auch warme Milch bekommen. So, das war jetzt nochmal meine kleine Fläschchenkunde, Nuckelkunde. Und bitte das abhaken, vergessen. Und ich kann auch jetzt auch mit der, ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen über Aufzucht, über erstes festes Futter und und. Aber ich habe jetzt gerade für Hasen im Internet, habe ich euch erzählt, auf YouTube nicht viel gefunden. Aber ich habe zwei tolle Seiten über Kaninchen gefunden, die ich richtig toll finde. Das ist einmal die kaninchenwiese.de und einmal Nagerinfo. Die helfen euch zum Beispiel bei Hasen weiter, und wie die ernährt werden, wie die gehalten werden sollen und und. Ich denke, ich werde auch noch sehr viel lernen, zum Beispiel über Gehegeeinrichtungen und so. Wir haben ja dem Häschen auch sein Gehege, seinen Stall eingerichtet zum Spielen, und dann über Ernährung und. Die Seiten sind so voll, also richtig toll gemacht von einem jungen Mädchen zum Beispiel, ist die Kaninchenwiese gewachsen, und ich finde das ganz toll, dass es Jugendliche gibt, die sich so viel Mühe machen und auch bereit sind zu lernen. Da sind auch Tipps noch gefragt und Anregungen. Aber ich jetzt als Kaninchenlaie mehr oder weniger, ich bin Fläschchenmama, und ich als Kaninchenlaie werde da nicht mehr viel zusteuern können, aber ich bin auch bereit zu lernen, und auch mit 55 fast. Aber wie gesagt, Daumen hoch für die Kaninchenwiese, und die Betreiber der Kaninchenwiese sind auch auf Facebook zu finden. Finde ich ganz toll. Überhaupt nicht arrogant, ganz lieb. Da könnt ihr auch fragen nach Häschen und so weiter und so fort.
man muss auch mal andere Leute loben können. Man ist nicht immer selber der Beste. Und jetzt sage ich Tschüss.